Zwischenblick zu Piazza mit Nicoletta De Rossi. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Zwischen Pegnitz und Piazza. Heute bin ich in der Hochschule für Musik Nürnberg zusammen mit der Korrepetitorin Odrun Grey und mit der Studentin Caroline Ritter. Und wie Sie eben jetzt gehört haben, hier wird auch auf Italienisch gesungen. Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Zwischen Pegnitz und Piazza. Oggi sono nella scuola di musica di Norimberga insieme all'insegnante concertante Odrun Grey e alla studentessa Caroline Ritter. E come avete sentito fino poco fa, qui si canta anche in italiano. Signora Grey, ma in che cosa consiste un programma per gli studenti? Woraus besteht das Programm für die Studenten? Anlass ist ein bestehendes Festival, hier ursprünglich 150 Jahre Gründung Italiens, zu dem wir ein passendes Programm überlegten. Musik aus der Epoche der Gründung, 19. Jahrhundert, und modernere Literatur aus dem 20. Jahrhundert. Benissimo. Quindi l'idea originaria è nata insieme a un festival che si è già tenuto in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia e per questa occasione si è scelto una musica e una letteratura consona. Auswahl der Lieder entsteht mit Rücksprache der Gesangslehrer, passend zur Stimme, Umfang, momentanen Verfassung und auch Wunsch der Studenten, was ihnen selber gefällt. Dann arbeiten wir an den Liedern Artikulation, Aussprache, Dynamik, Phrasierung, Gestaltung. Und mit diesen erarbeiteten Liedern kombinieren wir es mit passender Literatur, Lyrik und Prosa, um dann ein gesamtes Programm mit aufgebauter innerer Dramaturgie zusammenzustellen. Benissimo. Il programma è molto articolato. Nasce innanzitutto all'inizio con l'accordo con l'insegnante di canto, ovviamente, poi si chiede anche il desiderio dello studente e chiaramente viene concertato in base alla sua voce e anche al suo, diciamo, al suo modo di essere. Poi si passa proprio al vero esercizio, quindi si passa a modulare la melodia, la forma, l'espressione, ovviamente anche la pronuncia in un'altra lingua che è importante, si sceglie ovviamente anche una letteratura consona che può essere lirica o prosa a seconda e poi in tutto questo si crea una vera e propria drammaturgia per il programma. Benissimo. Caroline, wie ist also deine Leidenschaft für die italienische Musik und für die italienische Sprache entstanden? Come è nata questa passione per la musica e per la lingua italiana? Ho cominciato 10 anni fa a prendere lezioni di canto. Prima non avevo l'intenzione di cantare musica classica, ma poi mi sono innamorata molto veloce di questo modo di cantare e soprattutto dell'opera. Benissimo. Caroline hat also vor 10 Jahren angefangen, Gesangunterricht zu bekommen und sie hatte wirklich nicht vor, klassische Musik zu lernen, aber dann hat sie sich verliebt in die klassische Musik und sogar in die Oper. E poi con lo studio di canto è nata anche la mia passione per la lingua italiana. Così sono stata in Italia diverse volte e sono andata a Firenze nel 2009 per un semestre. Benissimo, e lì hai imparato a parlare così bene. Sì. Und mit dem Gesangunterricht entstand auch also die Liebe zur italienischen Musik und zur italienischen Sprache. Caroline war ein paar Mal schon in Italien, sogar vor ein Semester in Florenz, wo sie natürlich auch die Sprache richtig gelernt hat. Und das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch und bis zur nächsten Woche mit einer neuen Sendung von Zwischen Pegnitz und Piazza. Ich erwarte Sie. Non mancate la prossima settimana, alla prossima puntata. Ciao.